Servus, Leute! Ein Fenster zumachen hier. Ich stehe immer noch, was heißt immer noch? Ich muss jetzt ein bisschen umdenken. Ich stehe bei Spedition Am gerade in Nürnberg und habe Feierabend. Kriege jetzt Sammelgut geladen und gehe dann heute Nacht geht das weiter. Ich heiße euch zum ersten Infovideo willkommen. Das wird jetzt vielleicht. Kann sein, dass das Video ein bisschen länger geht als geplant, weiß ich noch nicht. Der Grund ist folgender, ich wollte eigentlich diese Woche ein Informationsvideo und das erste Video vom Tischbauen hochladen. Das lasse ich aber aus diese Woche, weil ich bin ja hier bei Spedition Am gegen den Auflieger gegengefahren. Aber das seht ihr alles mehr dazu in der Folge, in der nächsten On-Tour-Folge nächste Woche, seht ihr da mehr von. Jedenfalls hat mein Chef mir darauf, wir haben ja so eine Schadensgruppe, da habe ich das reingestellt und hat mein Chef sich bei mir gemeldet, wo ich erst gedacht habe, naja, jetzt kriege ich einen Anschiss oder sowas, ne, weil, nein, mein Chef hat mich gefragt, ob ich den Volvo wieder haben möchte. Und deswegen mache ich jetzt dieses Informationsvideo, weil ich ehrlich gesagt nicht abgeneigt bin davon, den Volvo wieder zu fahren. Deswegen kommt dieses Video und dann werde ich noch ein kleines Update dazu geben. Also das, ich habe meinem Chef geschrieben, dass ich nicht abgeneigt bin, den Volvo wieder zu nehmen. Ich würde mich auch freuen, den Volvo wieder zu fahren. Es ist jetzt aber nicht so zwingend nötig, dass ich jetzt ums Verrecken in Scania loswerden will. Also so ist es jetzt nicht. Scania ist auch ein super Auto. Der hat so auch seine Vor- und Nachteile, genauso wie der Volvo auch. Das ist auf jeden Fall der Punkt, warum ich jetzt dieses neue Infovideo mache. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass ich vielleicht dann demnächst schon im Volvo sitze, nächste Woche oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie mein Chef sich da jetzt entscheidet zu, beziehungsweise mir Nachricht gibt, weil er hat sich jetzt auch bei mir noch nicht gemeldet. Dann wollte ich noch sagen zu den anderen, es werden auch ein paar Playlisten kommen, wo ich sehen werde, habt ihr Bock drauf, habt ihr keinen Bock drauf. Das sind so Schraubervideos an alles, was mit Motoren zu tun hat, so Autos, Mopeds, so. Hauptsache es hat einen Motor. Das ist wichtig. Es muss einen Motor haben. Sonst habe ich da auch keinen Bock drauf. Die, ich nenne es jetzt mal Bastelvideos, die kommen werden für den LKW. Also beziehungsweise die kommen ja nur, wenn ich irgendwas für den LKW mache. Dann kommen noch Reaction-Videos, auf die, wo ich dann aus meiner Dashcam-Perspektive gefilmten Materialien oder gefilmte Materialien drauf reagiere. Die Stitches, die ich machen will, ist quasi nichts anderes als Reaction-Videos. Auf YouTube sagen viele Reaction-Videos, auf TikTok heißt es einfach Stitch, wo du auf andere Leute Video reagierst. Und das kommt auch noch, ist mir dann aber auch, ehrlich gesagt, ich achte nicht darauf, ob das jetzt nur von YouTube-Videos sind oder von TikTok oder was weiß ich, irgendeine andere Quelle, wo die Videos herkommen, was auch immer. Wenn ich der Meinung bin, ich muss darauf reagieren oder es könnte interessant sein, zum darauf reagieren, dann reagiere ich darauf. Egal, ob das jetzt von TikTok, YouTube oder was weiß ich, wo die Videos alle herkommen. Aber ich muss euch auch sagen, alles, was neben On Tour an Playlisten erscheint, an Serien erscheint, kommt unregelmäßig. Definitiv. Also mein Hauptteil wird das On Tour bleiben. Alles andere kommt unregelmäßig. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare hier drunter schreiben, ob ihr auf einiges davon Bock habt oder auf einiges auch nicht. Wie gesagt, ich mache wirklich nur das, worauf ich Lust habe. In diesem Sinne heiße ich noch alle neuen Abonnenten willkommen. Ihr seid der Hammer, Alter. Das ist jetzt in der letzten Woche ist das so aufwärts gegangen. Das ist der Wahnsinn. Weiter so. Und wir sehen uns spätestens am Montag in der neuen On-Tour-Folge wieder. Wann das nächste Infovideo kommt, weiß ich nicht. Wie gesagt, es kommt alles unregelmäßig. Und dann, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ach, bevor ich es vergesse, Leute. Jeder, der TikTok von euch hat, kennt diese Mütze. Geil! Ich habe die gesehen auf TikTok, ich wollte die unbedingt haben. Jetzt habe ich sie. Und ich weiß noch nicht, was ich mit dieser Mütze anfangen soll. Ich lache. Ist so geil, die Mütze. Ich schwöre euch, das ist so eine Einhornmütze hier. Das sieht man gar nicht richtig in der Kamera so. Ich will unbedingt irgendwas mit dieser Mütze starten. Ich weiß noch nicht was, keine Ahnung. Aber ich lasse mir was einfallen. Aktuell hängt sie nur als Beifahrer auf der Sitzlehne oben.
und guckt aus dem Fenster. Für was anderes ist sie gerade nicht da. Aber ich lasse mir was einfallen, was ich mit dieser Mütze noch alles machen kann. Definitiv. Geiles Ding. Ich wollte die unbedingt haben, Leute. Ich schwör's euch. So eine geile Sache. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, like, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ich quatsche schon wieder viel zu viel. Macht, wie ihr denkt, wie immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder, spätestens Montag bei On Tour. Und gehabt's euch wohl. Lasst euch nicht verarschen da draußen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Reingehauen.